Für mich gibt es nichts Schöneres, als mit interessierten, kreativen und aktiven Leuten zusammenzuarbeiten. Das Teamwork ist meiner Meinung nach der entscheidende Punkt, damit so ein Workshop oder ein Shooting-Tag gelingt. Im Vorhinein der Workshops eine Facebook-Gruppe, in der sich alle Beteiligten vorstellen können, in der wir Organisatorisches besprechen können und in der wir auch Bildideen besprechen können. Am Thema Endzeit fasziniert mich besonders das Konzept von der einsamen Kriegerin, des einsamen Kriegers, der durch eine postapokalyptische Landschaft streift. Das heißt, verfallene Gebäude, eingeworfene Fensterscheiben, zugenagelte Türen, all diese Aspekte, die eben diesen Aspekt der Verlassenheit ganz deutlich zeigen. Das war ein wichtiger Punkt. Ich wollte den Teilnehmern im Rahmen meines Workshops unbedingt eine Location bieten, die genau diese tristen Momente, diese Verlassenheit auch widerspiegelt. Wir haben heute einen ganz großen Vorteil. Die Sonne kommt von irgendwie nirgendwo. Ja. Wir haben heute die kostenlose Softbox vom Himmel, also super Licht, also für Haut und alles, das ideale Licht, weil es sehr, sehr weich ist. Hast keine Nasenschatten, gar nichts. Und wir können also mehr oder weniger bestimmen, wo wir unsere Lichtquellen hinsetzen wollen. Ja, und dann können wir uns gleich mal da aufbauen, machen mal zunächst mal ein paar Kameraeinstellungen mit ein paar von uns, stellen wir uns einfach mal da drauf und schauen mal, erstmal Licht einstellen, Blitz einstellen und dann rufen wir sie, sobald wir fertig sind. Okay? Als ich Anita, meine Model für diesen Tag, erstmals von meiner Idee erzählte, einen Endzeit-Shooting-Workshop zu machen auf dem Gelände der Baumwollkämmerei im Winter, dachte ich so, ob das so gut ankommt, aber völlig gefehlt, also Anita war direkt Feuer und Flamme für die Idee. Und ein Kopf ein bisschen nach links von dir. Jawohl. Ja. Und der Winkel ein bisschen nach vorne. Das ist das, was ich mit Dynamik meinte, mit dem Winkel. So, okay. Alles geil. Okay, super. Also Sandboden mit sehr niedrigem Gras- oder Strauchbewuchs und das ist natürlich ganz besonders im Winter spannend, denn dann befindet sich dort kein Grün und alles sieht nochmal ein wenig trister aus. Bei minus 3 Grad einen ganzen Tag draußen zu sein, sich zwar immer wieder aufwärmen zu können zwischendurch, aber trotzdem dann auch mal eine halbe Stunde relativ leicht bekleidet und fotografiert zu werden und zu reagieren und zu kommunizieren mit den Teilnehmern und mit mir, das ist schon eine Herausforderung und das hat sie absolut bravourös gemeistert. So, eventuell könnte man ein bisschen näher ran noch. Mehr im Mittelpunkt geht kaum noch. Ne? Es ist also eine sehr triste und sehr düstere Zukunft, die hier gezeichnet wird. Und das als thematische Grundlage für einen Fotoshooting-Workshop fand ich mal ganz spannend.